Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu unserem heutigen IHK-Spezialwebinar Design formt das Neue, die Bedeutung und die Möglichkeiten des Designschutzes sind unser Thema heute Nachmittag. Und dass Schutzrechte sich lohnen, können Sie in unserem aktuellen IHK-Magazin, das die Bayerisch-Schwäbische Wirtschaft, nachlesen. Dort hat Dr. Bertram Rapp, Patentanwalt hier in Augsburg, einen Artikel uns verfasst, wo es darum geht, dass das Europäische Patentamt EPA in München und das Europäische Amt für geistiges Eigentum EIPO in Alicante gemeinsam mal untersucht haben, wie sich eben das auswirkt auf Unternehmen und deren Einnahmen, wenn sie eben geistiges Eigentum geschützt haben und geistiges Eigentum, also Patente, Marken, geschützte Designs, schlagen sich einem Unternehmenswert zu Buche, aber wirken sich auch auf höhere Einnahmen aus. Und das trifft auf 20% zu und verstärkt sich sogar noch bei kleinen und mittleren Unternehmen. Von daher denke ich, lohnt es sich, heute auch dabei zu sein, wenn es um den Schutz speziell von neuen Formen geht, um Designs oder früher Geschmacksmuster genannt. Und ich freue mich, dazu unseren Referenten des heutigen Nachmittags begrüßen zu dürfen, ein Kollege von Herrn Dr. Rapp, Ulrich Wohlfahrt, Patentanwalt hier in Augsburg, auch in der Kanzlei Chaillet, Rapp und Libaud, lange Jahre Partner in den IHK-Patentsprechtagen, die Ihnen nach wie vor offen stehen oder über dieses Webinar hinaus auch offen stehen, wenn Sie individuell Fragen haben zu den Schutzrechten und diese dann im persönlichen Gespräch diskutieren wollen, schauen Sie rein bei uns auf ihk-schwaben.ihk.de. Geben Sie oben ins Suchfeld die 75051 ein. Sie finden die Nummer auch in der Präsentation, die Ihnen dann im Nachgang auch zugeht, nochmal verlinkt. Dort finden Sie alle Termine der Patentsprechtage. Im August machen wir Pause, aber dann im September, am 22. September geht es weiter mit den Patentsprechtagen und da finden Sie auch den genannten Artikel zum Thema Schutzrechte und wie sie sich auch finanziell auf den Unternehmenswert auswirken, verlinkt in unser Magazin hinein. Mein Name ist Georg Muschig, ich bin im Chat für Sie da, nehme da Ihre Fragen gerne auf, stellen Sie Ihre Fragen, ich gebe sie dann im Anschluss an den Vortrag von Herrn Wohlfahrt an ihn weiter und dann können wir die direkt auch diskutieren. Dann wünsche ich uns einen informativen Nachmittag und übergebe das Wort an Herrn Wohlfahrt. Herzlich willkommen. Herr Muschig, vielen Dank für die gute Einführung. Ich stelle mich gar nicht mehr groß lang vor. Ich beginne gleich, gehe mal fast ins Medias Res. Hier sehen Sie noch ganz kurz zum Ausbildungsgang, nur wer den Beruf des Patentanwalts so nicht kennt. Wir sind keine Juristen oder Volljuristen zumindest, sondern wir sind alle Naturwissenschaftler, Ingenieure, Biologen und so weiter. Wir müssen also in dem Fachgebiet, das wir später auch beackern, natürlich Fachkenntnisse aufweisen, damit wir die Erfinder verstehen, die Patentprüfer verstehen, den Stand der Technik bewerten können. Ich für meinen Fall bin Elektroingenieur an der TU München und habe dann eben die Ausbildung im Nachgang gemacht zum Patentanwalt. Gemacht habe ich die in der Patentanwaltskanzlei Chaillet, Rapp, Libaud in Augsburg. Die ersten Gründungen gehen zurück aufs Jahr 1935. Wir sind für Augsburg größere Patentanwaltskanzlei, in München kleiner, aber wir decken fast alle Gebiete ab, außer so Spezialgebiete wie Molekulargenetik, Biologie und ähnliche Dinge. Aber klassischer Maschinenbau, Elektrotechnik, Ingenieurwesen, Physik, das sind eben unsere technischen Fachgebiete. Inhaltlich beackern wir alle Gebiete, also Patente, Gebrauchsmuster, Marken und das, worum es heute geht, die Designs oder Geschmacksmuster. Und ich habe im Laufe meines Berufs- und Unilebens gelernt, in Amerika fängt ein Vortrag mit einem Witz an, in Deutschland mit einer Gliederung. Ich habe hier beides mal in die Hand genommen und man sieht hier schon eine kleine Sache in diesem kleinen Bildchen, Patentklage, aber ich habe mir doch nur Kaffee übergeschüttet und das war zuerst meine Idee. Es ist ganz nett. Man sieht natürlich, dass der Zeichner nicht allzu vertieft Ahnung hatte von den Schutzrechten, weil da geht es natürlich eher um eine Marke oder eben Design, eine Gestaltung, keine technische Lösung.
allenfalls das Kaffee verschütten, aber ich glaube, das hat jeder von uns schon geschafft. Das wäre also nicht mehr neu. Das heißt, es herrscht hier schon eine gewisse Unkenntnis in vielen Kreisen und ich hoffe, ich kann bei Ihnen eine gewisse Kenntnis verfestigen, damit Sie in Ihren geschäftlichen Entscheidungsprozessen eben auch überlegen können, was kann ich machen, was kann ich schützen und wie kann ich schützen. Und wir beginnen eben hier gleich mit der Einleitung. Wenn ich hier mal diesen alten Satz aus dem Designwesen, wenn man so sagen will, anmerken kann, Design ist nicht alles, aber ohne Design ist alles nichts. Kommt natürlich aus der Ecke der Designer und man sieht hier ganz klassische und gut eingeführte Designs von Stühlen und Möbeln, Lampen. Das ist, denke ich, uns allen klar, dass man diese Design schützen kann. Aber nicht nur das kann man über Design schützen, sondern man kann auch andere Gegenstände technischer Art, KUKA-Roboter, Fahrzeuge, Fahrzeugoutfits natürlich, Felgen und schützen. Grundsätzlich ist dem Design- oder Geschmacksmusterschutz jeder Gegenstand zugänglich. Und auch wenn ich selber diese Folien nicht so gern mag, wo die Juristen so viele Gesetze wiedergeben, es ist einfach das, woran unser Leben in diesem Bereich hängt. Wir müssen eben die Gesetze beachten, lesen können und ihnen dann in entsprechender Form auch beibringen und auch sagen, was kann ich denn jetzt bei dem, was sie mir hinlegen, am besten schützen und wie. Und da ist eine grundlegende Sache für das Design. Das Design schützt eben, wie es hier gleich am Anfang vom Designgesetz heißt, eine zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder Teils davon. Und dann kommt eine Auflistung. Und wer sich etwas mit Juristerei schon beschäftigt hat, weiß, wenn die Juristen von insbesondere reden, dann meinen sie eine offene Aufzählung. Also dieses Design, diese Erscheinungsform kann eben aus den Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur, der Werkstoffe, des Erzeugnisses selbst oder auch seiner Verzierung bestehen. Es lässt aber offen, dass es auch noch andere Punkte gibt, an die der Gesetzgeber bei der Abfassung des Gesetzes eben noch nicht denkt oder denken kann. Moderne Designformen lassen sich überlegen, bewegte Bilder als Design, ist es möglich oder nicht, wenn sie eine zweidimensionale, dreidimensionale Erscheinungsform haben. Und da lässt der Gesetzgeber es dann einfach offen, gibt aber so eine Handreichung, was denn auf jeden Fall bestimmt dazu gehört. Und dadurch ist eben definiert, wenn wir sehen, ich kann das hier Design schützen, also diesen kleinen Klicker, der hat natürlich auch technischen Gehalt mit einem kleinen Sender und kleinen Druckknöpfen. Da kann natürlich was Patent- oder Gebrauchsmusterschützenswertes drinstecken. Aber natürlich diese Gestaltung hier ist jetzt nicht ganz ohne Designwirkung, nicht rein technisch, sondern ich könnte die auch anders anbringen, ich könnte die Form auch anders machen. Natürlich muss hier innen eine Batterie drin sein, die muss den Platz finden. Ich brauche hier außen die kleinen Druckknöpfe, die am besten natürlich ergonomisch gestaltet sind. Aber auch das wird regelmäßig versucht, über Designs zu schützen. Und hier ist es eben nicht nur rein technisch bedingt, sondern eben auch eine gestalterische Schöpfung. Und darüber versucht man natürlich, den Schutz zu erreichen. Wie es hier noch zu lesen ist, eine ganz wichtige Sache. Schutz wird für diejenigen Merkmale der Erscheinungsform eines eingetragenen Designs begründet, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind. Das sieht man schon, es kommt auf die Anmeldung an, nicht auf den tatsächlichen Gegenstand. Den muss ich entsprechend abbilden und dann beim Patentamt einreichen in Form einer Designanmeldung in Deutschland. Europäisch heißt es dann noch europäisches Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Diesmal sind die Deutschen etwas fortschrittlicher bei der Namensgebung. Aber wenn ich hier von Design oder Geschmacksmuster rede, ist damit letztendlich das Gleiche gemeint. Und es muss eben sichtbar sein, wenn ich hier innen das Innenleben von dem Batteriefach schützen will, dann ist es während der Benutzung so wie es dem normalen Mensch entgegentritt, nicht sichtbar und kann also so gesehen dem Designschutz nicht
unterworfen werden. Es gibt auch eine sehr interessante Entscheidung der letzten Jahre, wo es um Fahrradsättel geht. Da hat eben ein Hersteller von Fahrradsätteln auch den von unten abgelichtet und eine andere Firma hat die unten fast genauso aufgebaut. Und da ging es dann im Streitfall eben drum, ist die Unterseite da auch geschützt? Die Unterseite, wie jeder, der mit dem Fahrrad fährt, weiß, bietet natürlich einen Haufen Techniker, wie man es befestigt, wo die einzelnen Schrauben angeordnet werden können. Und da wurde eben letztendlich festgestellt, nein, da liegt keine Verletzung vor, weil eben diese Unterseite im normalen Gebrauch beim Fahrradfahren nicht sichtbar ist. Auch wenn man ab und zu vielleicht mal ein Fahrzeug einen Platten richten muss, dreht man es auf den Kopf und stellt es auf die Straße mit dem Sattel nach oben letztendlich. Aber das ist nicht die bestimmungsgemäße Verwendung. Also das ist schon ein Kriterium, wo man sagen kann, das kann ich nicht schützen. Natürlich versucht man immer wieder, das auch zu schützen und dann im Zweifelsfall durchzusetzen. Aber letztendlich entscheiden dann die Gerichte. Und die sind hier in der Regel von einer ganz guten Sachkenntnis geprägt. Ja, geht weiter mit Folien. Ich versuche es möglichst spannend zu machen, soweit man Juristerei spannend machen kann. Wir sehen hier noch zwei Punkte, die man einhalten muss, wenn man ein Design anmeldet und auch Schutz dafür haben will. Und das sind die, sag mal, zwei Kernpunkte fürs Design. Das Design muss neu sein. Und es muss sogenannte Eigenart haben. Und das hat der Gesetzgeber hier natürlich wieder definiert. Allerdings versucht, möglichst offen zu lassen. Und als neu gilt eben das Design, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart ist. Da es bei so einem Design aber natürlich immer auch darauf ankommt, was ist jetzt genau das identische Design, ist ja doch immer etwas vom Geschmack geprägt. Wird hier noch eine kleine Handreichung gegeben. Sie gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden. Und dann ist es eben Sache, sowohl wenn man eine Verletzung prüft, sei es, dass man eventuell ein anderes Design verletzt oder jemand sein das eigene Design verletzt, genauso wie der Richter auch zu prüfen, was sind denn noch diese Merkmale und was sind denn unwesentliche Einzelheiten. Und man sieht hier schon, der Jurist spricht hier von unbestimmten Rechtsbegriffen, ist aber absichtlich so, um möglichst offen zu lassen, was ist denn jetzt wirklich geschützt und was kann ich schützen und nicht hier eine lange Liste zu bringen, was denn hier genau gemeint ist, weil das dann immer nur dazu führt, dass man wieder Dinge vergisst, dann muss man nachfixen, dann muss man das Gesetz wieder ändern, dann kommt das, was man bei uns gerne macht, man versucht eine Lücke zu schließen, indem man neue Gesetzesparagraphen einfügt und öffnet da neue Lücken, die nur noch komplizierter werden. Der zweite Punkt nach der Neuheit ist die sogenannte Eigenart. Wer sich etwas im Patentrecht auskennt, hat da die Begriffe Neuheit und erfinderische Tätigkeit mit Sicherheit schon gehört. Die Eigenart entspricht in etwa das, was die erfinderische Tätigkeit bei dem Patent ist. Eigenart bedeutet hier, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem unterscheidet, den ein anderes Design bei diesem Benutzer hervorruft, und es muss vor dem Anmeldetag offenbart worden sein. Und das heißt letztendlich, ich muss mir die beiden Gegenstände gegenüberhalten und dann eben schauen, inwieweit sind da Unterschiede und sind die Unterschiede ausreichend? Ist es eben nur eine Kleinigkeit oder ist es eine wirkliche pfiffige gestalterische Neuigkeit, die hier diese Eigenart begründet? Und da wird auch eine kleine Hilfe gegeben bei der Beurteilung der Eigenart. Ist der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers zu berücksichtigen. Das geht in die Richtung, wenn ich jetzt ein Design habe, wo es schon sehr, sehr viele gibt, solche kleinen Weiterschalter oder Laserpointer früher, gibt es unglaublich viele. Da ist dann die Gestaltungsfreiheit natürlich schon etwas eingeschränkt, weil die Musterdichte sehr hoch ist. In einem Gebiet, wo man neu an Mustern arbeitet. Früher haben Industrieroboter einfach wie technische Maschinen ausgeschaut mit Schrauben und allem. Dann ist KUKA mit als eine der ersten dazu übergegangen, die gestalterisch etwas aufzumöbeln. Und inzwischen gibt es da ganz tolle und abgespacede Gestaltungen. Wenn es da noch nicht gibt vorher, hat der Gestalter eine große Freiheit und kann hier also stärker schöpfen. Dann ist
aber auch verlangt, dass er stärker schöpft und nicht eine kleine Änderung, eine kleine Auswahl schon ausreicht, damit es diesen Geschmacksmusterschutz gibt. Das waren jetzt zwei Punkte. Was muss denn das Design erfüllen? Aber der Gesetzgeber hat hier auch schon mal was eingefügt und bestimmte Dinge vom Schutz ausgeschlossen. Und da sind eben diese ausschließlich durch die technische Funktion bedingten Erscheinungsmerkmale. Das ist eine Sache, technische Merkmale, wenn man sie schützen will, unterfallen Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz. Dafür sind diese Schutzrechte da. Man soll nicht über den Umweg eines Designs eben verhindern, dass technische Neuerungen oder technische Ergänzungen hier verhindert werden, dass die jemand macht. Also der Gesetzgeber will wirklich nur Gestaltungen. Ein zweiter Punkt, und der wird dann schon interessanter, das sind die Erscheinungsmerkmale, die zwangsläufig in ihrer genauen Form und ihren Abmessungen nachgebildet werden müssen, damit und so weiter das Design in einem anderen Erzeugnis verwendet, mechanisch zusammengebaut und so weiter. Einfachstes Beispiel, wenn wir eine Steckdose haben, die ist genormt, leider in jedem Land immer wieder mal anders, sodass man Reisestecker braucht. Aber diese Stecker sind genormt, das heißt, die Stifte müssen bestimmte Länge und Position aufweisen. Die können nicht geschützt werden, auch eben um zu verhindern, dass hier jemand herkommt und genormte, also durch technische Vorgaben genormte Dinge versucht, über ein Design zu schützen. Mit einer Ausnahme oder einer bekannten Ausnahme, die im Gesetz natürlich nicht als Lego-Klausel bezeichnet wird, aber grundsätzlich eben letztendlich das ist, diese Erscheinungsmerkmale, die dem Zweck dienen, Zusammenbau oder Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren Teilen innerhalb eines Bauteilesystems zu ermöglichen, die sind eben nicht vom Designschutz ausgenommen. Wir haben also hier die Ausnahme von der Ausnahme und das geht schon sehr stark eben in Richtung der Lego-Bausteine, die ja dazu dienen, hier miteinander verbunden zu werden mit unterschiedlichen Rippen und unterschiedlichen Punkt- und Steckverbindungssystemen, die können schon geschützt werden. Aber auch hier gilt natürlich wieder, ein Design muss neu und eigenartig sein. Das heißt, die klassischen Lego-Bausteine kann man den Schutz nicht verlängern, indem man jetzt immer wieder neu anmeldet, sondern das sind eben die, die es schon lange gibt. Und Lego gibt es so seit den 50er, 60er Jahren. Die können natürlich nicht mehr neu geschützt werden. Ja, hier eben noch ein Punkt, auf den ich schon kurz angesprochen habe. Ein Design, das bei einem Erzeugnis das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, dort benutzt wird oder dort eingefügt wird, gilt nur dann als neu und hat nur Eigenart, wenn dieses Bauelement, ich verkürze es, bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt und diese sichtbaren Merkmale selbst die Voraussetzungen Neuheit und Eigenart erfüllen. Also Sie sehen, es ist immer schon hier etwas umfangreich und sehr dezidiert definiert, oft natürlich dann etwas schlecht lesbarer für den normalen Benutzer. Letztendlich, ich kann bei einem Fahrzeug, und das geht natürlich sehr stark auch in Richtung Ersatzteilgeschäft hier, ich kann bei diesem Fahrzeug nicht nur die gesamte Karosserie schützen vom Äußeren, sondern eben auch bestimmte Karosserieteile, Rückspiegel, Heckspoiler und alle anderen Bestandteile, die ich dann eigentlich fest mit der Karosserie verbinde. Und das wird natürlich auch weitlich von den Automobilherstellern genutzt, um eben auch die Einzelteile zu schützen. Und das hat natürlich den Hintergrund des Ersatzteilgeschäftes. Und Ersatzteilgeschäft ist eben hier ja, ist ein lang umkämpfter Markt. Und es gibt hier auch von der Europäischen Union eben für das Gemeinschaftsgeschmacksmustergesetz einen Passus dort, der eben sich auf das Ersatzteilgeschäft bezieht, können also Ersatzteile, und das sind hier genau diese Teile, die Bauelement eines komplexen Erzeugnisses sind, können die geschützt werden oder nicht? Und da kann man in der EU eine relativ klare Linie erkennen,
Die Staaten, in denen Automobilbauer ansässig sind, Frankreich, Italien, Deutschland, zum kleineren Teil früher zumindest auch Großbritannien, Tschechien, die sind natürlich möglichst restriktiv und wollen ihre Hersteller schützen, indem sie sagen, Ersatzteile sind eben hier so Produkte, die sichtbar bleiben, Kotflügel, ähnliche Dinge, die müssen wir schützen. Das heißt, der Hersteller bekommt letztendlich eine Art Monopol für seine Ersatzteile. Wir wollen nicht, dass Drittfirmen hier zu günstigeren Preisen letztendlich hier die Ersatzteile anbieten. In allen anderen Staaten, in denen es die Automobilhersteller nicht geht, ist die Lage etwa umgekehrt. Dort sagt man, wieso sollen letztendlich wir die deutschen, französischen Automobilbauer unterstützen, damit die hier ein Monopol haben können, nach deren Auffassung natürlich überteuerte Produkte in den Markt bringen, weil unsere kleinen Hersteller, die eben so Ersatzteile auch anbieten wollen, das dann eben nicht nachmachen dürfen. Das war ein langer Streit und eben das europäische Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das Anfang der 2000er in Kraft getreten ist, hat das ausdrücklich offen gelassen, sonst hätte es wahrscheinlich gar nicht zum Erfolg geführt, sondern man hat offen gelassen, bis es eine abschließende Regelung letztendlich gibt. Und die hat man immer wieder versucht zu erreichen und 2013 war der letzte Versuch und da gab es nach wie vor diese unterschiedlichen Auffassungen und letztendlich wurde dann praktisch diese Endfassung abgebrochen, nicht mehr weiterverfolgt, sondern es existiert nach wie vor in der bisherigen Weise weiter. Ich blende es jetzt mal ein. 2019 hat man dann aber auch in Deutschland grundsätzlich schon eingesehen, dass es hier eine Regelung gibt, um auch die Unsicherheit zu nehmen, weil wenn es gesetzlich normiert ist, kann ich nachschauen, was ist gemeint. Klar, die Rechtsprechung macht ja auch noch Angaben, aber ich muss eben trotzdem hier eine klare Regelung finden. Und man hat dann im deutschen Designgesetz diesen Paragraph 40a eingefügt, der eben in Anführungszeichen erlaubt, Ersatzteile zu genau diesem Zweck zu machen. Da gab es, wo das Gesetz dann eingeführt ist, natürlich auch die beiden Positionen, die eher Automobilherstellerlastigen vor allem, fanden das natürlich viel zu weitgehend, während die, die eher für das Ersatzteilgeschäft die Lanze gebrochen haben und für den freien Markt gesagt haben, das ist ja gar nichts, das ist viel, viel zu eng. Hängt auch zusammen mit einer Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof, der eigentlich in einem derartigen Verfahren eine ganz angewandte Lösung gefunden hat und keine der beiden Extrempositionen hier Recht gegeben hat, sondern eben so einen Mittelweg. Und den hat man versucht, hier auch im Gesetz abzubilden, aber schon in etwas strengerer Form. Diese Reparaturklausel, Paragraph sagt, es gibt keinen Designschutz für ein in ein Erzeugnis eingebautes und so weiter, dass ein Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, also eben für, sagen wir einfach, einen Kotflügel. Und dann kommen aber noch weitere Bedingungen dazu. Und dass allein mit dem Ziel verwendet wird, die Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen. Das bedeutet, Reparatur zu ermöglichen, dass dieses Teil natürlich nur für Reparaturzwecke eingesetzt werden darf. Und dann heißt es, um ihm wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen. Das heißt letztendlich, ich kann nur einen exakt gleichen Kotflügel anbieten als Ersatzteilhersteller wie das Original. Ich darf dort keine Änderungen einbauen, dann fällt es schon nicht mehr hier unter diese Ausnahmeklausel, sondern es muss praktisch identisch sein. Und dann kommt aber auch noch wieder eine Einschränkung. Dies gilt nicht, wenn der vorrangige Zweck, zu dem das genannte Bauelement auf den Markt gebracht wird, ein anderer als die Reparatur des komplexen Erzeugnisses ist. Also es ist ganz, ganz eng auf die Reparatur, nicht auf Ergänzung, Verschönerung oder Ähnliches gerichtet, sondern wirklich ausschließlich zu Reparaturzwecken. Und das ist eben hier doch wieder eine Einschränkung durch die Art Hintertür. Im Absatz 2 heißt es dann,
Der Absatz 1 kommt nur zur Anwendung, sofern die Verbraucher ordnungsgemäß über den Ursprung des zu Reparaturzwecken verwendeten Erzeugnisses durch Verwendung einer Kennzeichnung oder in einer anderen geeigneten Form unterrichtet werden, sodass diese in Kenntnis der Sachlage unter miteinander im Wettbewerb stehenden Erzeugnissen für Reparaturzwecke wählen können. Also man muss eben dann als Hersteller von diesem Reparaturkotflügel auch ganz genau darauf hinweisen, woher kommt er, wozu dient er, und er darf letztendlich nur zu den Reparaturzwecken dienen. Und ich muss praktisch einen Vergleich treffen können mit den Produkten anderer Hersteller. Also es sind schon zusätzliche Anforderungen, die es natürlich auch wieder etwas erschweren, nur einfach den Kotflügel anzubieten. Also da hat der Gesetzgeber etwas geschaffen, um diesen Reparaturzwecken Rechnung zu tragen, aber es doch schon auch, also in Deutschland zumindest, relativ streng gefasst. Und auch in Frankreich ist es etwas ähnlich streng, also es ist keine Öffnung, ich kann jetzt alle Reparaturteile so anbieten. Ja, aber kommen wir mal zu einem ganz konkreten Fall, einfach, dass Sie sehen, was es so in der Praxis gibt und was man auch dann für Fehler machen kann. Ich habe jetzt hier ein Beispiel, nennt sich Weinkaraffe, herangezogen, weil da wird es sehr schön. Sie sehen hier das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, eben eine Karaffe, Glaskaraffe mit einem Sockel. Man sieht schon auf dem mittleren Bild der Karaffe, da ist unten auch so ein Boden drin, dass man sie so hinstellen kann, dass sie gerade steht. Aber es gibt eben auch hier diesen Sockel, und das schaut dann gestalterisch natürlich auch schön aus, und man hat hier auch einen schönen Anblick. Dann hat jemand eben hier diese Karaffe nachgemacht, in dem Fall mit Rotwein gefüllt. Man sieht schon sehr schnell, dass die Karaffen sich äußerst ähnlich sind. Unten eine weitgehend runde Kugel mit dem Standfuß, der innen drin wohl etwas eingebaucht ist, und oben eben so einen klassischen Ausgießer, der angesetzt ist an der Kugel, sich nach oben etwas leicht aufweitet und dort dann eine abgeschrägte Öffnung hat. Sie sehen, wenn man das so formuliert, das sind so diese Merkmale, und das ist natürlich unser Tagesgeschäft. Deswegen fällt es mir ganz leicht, eben diese Merkmale herauszuarbeiten. Und da ging es darum, ist es eine Verletzung oder nicht? Und rein aus dem Bauch raus, also wenn man nur diese Karaffe ohne Sockel, wenn man beide miteinander vergleicht, dann wäre ich schon so weit gekommen und würde sagen, die sind fast identisch, unterscheiden sich also praktisch nur noch durch kleine Änderungen. Da ist eigentlich ganz klar die Verletzung, aber ich hätte natürlich die Folie nicht gebracht, wenn das eine glasklare Verletzung gewesen wäre, sondern der Bundesgerichtshof hat hier nicht auf Verletzung erkannt, und zwar mit dem Argument, dieses Geschmacksmuster hat in seiner Darstellung einmal die Karaffe mit Sockel gehabt und das andere Mal ohne Sockel. Das war bei der Anmeldung wohl für den Anmelder nicht klar. Der hat einfach ein Geschmacksmuster angemeldet mit und ohne Sockel. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, es ist eben nur einheitlicher Schutz über ein Geschmacksmuster möglich. Die Entscheidung stammt noch aus der Zeit, wo es nicht Design hieß. Und deswegen bilden mehrere Darstellungen nur einen einzigen Gegenstand. Das heißt, der Sockel gehört einfach dazu. Und die Karaffe, die so schön mit dem roten Wein gefüllt ist, hat einfach keinen Sockel, wurde auch nicht mit Sockel gekauft oder verkauft, sondern eben nur die Karaffe als solche. Und das war ein kleiner Fehler im Anmeldestadium, den eben der Anmelder und der Schutzrechtsinhaber nicht gewusst hat und dadurch eben seinen Schutz letztendlich verloren hat, weil ohne Sockel wäre es eine ganz klare Verletzung gewesen. Also da sieht man, man kann schon am Anfangsstadium Dinge falsch machen, die man dann später auch nicht mehr reparieren kann. Die stellt man dann eben erst fest nach mehreren Jahren, wenn dann eben in diesem Fall der Bundesgerichtshof, also nach zwei Instanzen, einfach entscheidet, wir sehen das hier nicht als geschützt an. Und da möchte ich eben dann überleiten zu den Möglichkeiten, rein zunächst mal vom Territorialen. Ich rede ja immer vom Geschmacksmuster, vom Design, vom europäischen Gemeinschaftsgeschmacksmuster. In Deutschland heißt es ganz korrekt das eingetragene Design. Das melde ich beim Deutschen Patent- und Markenamt an.
und kann maximal eine Schutzdauer von 25 Jahren erhalten. Ich muss alle 5 Jahre das Design verlängern. Ist eine recht einfache Sache. Die entsprechenden Darstellungen beim Patentamt einreichen, elektronisch oder auf Papier. Wie man gerade an dem Beispiel eben gesehen hat, ist es nicht ganz so einfach. Man kann durchaus Fehler machen und da weist einen in der Regel niemand darauf hin, weil das Design ein ungeprüftes Schutzrecht ist. Das heißt, das Patentamt schaut nur, ob die Farbdarstellungen ausreichend reproduzierbar sind, ob die Randabstände eingehalten sind, ob der Anmelder richtig angegeben ist und dann wird es eingetragen. Und ob es schutzfähig ist oder ob irgendwelche Formalien nicht mehr eingehalten wurden, die gehen dann halt erst im Verletzungsverfahren später, wenn man wirklich gegen jemand vorgehen will, hervor. Ich habe von Gemeinschaftsgeschmacksmuster geredet. Eigentlich heißt das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster im Deutschen sehr lang und sperrig. Im Britischen oder Englischen heißt es Registered Community Design. Da ist es etwas griffiger. Wir sehen schon hier, Sie sehen auch gerade den Brexit noch nicht vollzogen, gedanklich schon, aber noch nicht in der Folie. Großbritannien gehört natürlich inzwischen nicht mehr dazu, aber ich kann für alle anderen Staaten der Europäischen Union über das europäische Geschmacksmuster hier auch wieder 25 Jahre Schutz bekommen. Und hier sehen Sie schon hinten klein, beziehungsweise 3 Jahre. Das ist eine Sonderheit im europäischen Geschmacksmusterrecht, die erkläre ich Ihnen dann auch noch gleich. Eine dritte Möglichkeit ist das sogenannte Haager-System, internationale Designregistrierung, wird bei der WIPO in Genf eingereicht. Man muss in Schweizer Franken zahlen, man muss für jeden Staat spezielle Gebühren zahlen, ist alles leider etwas kompliziert, für jeden Staat auch bestimmte Voraussetzungen einhalten. Trotzdem kann ich inzwischen über 81 Mitgliedsländer in vielen Staaten ein Design erwirken mit einer einzigen Anmeldung, ohne dass ich in jedem Land einen Vertreter beauftragen muss, in jedem Land eigene Anmeldegebühren zahlen muss, im einen Land chinesisch oder China ist nicht mit dabei, aber japanisch, im anderen Staat Englisch, im dritten Staat Französisch kommunizieren muss, sondern ich kann das alles eben über diese internationale Designregistrierung machen, die eben zentral verwaltet wird. Und Sie sehen, USA ist mit dabei, seit kurzem ist auch Kanada mit dabei, fast ganz Europa ist mit dabei, Japan, Korea, also Südkorea ist dabei. Also es sind schon einige wichtige Industrienationen drin. China ist zum Beispiel nicht mit drin, Indien eben nicht alle, aber es ist trotzdem in manchen Fällen einfacher, es darüber zu erwirken und oft auch kostengünstiger als Einzelanmeldungen in allen Nationalstaaten. Und wenn ich da von Anmeldungen rede, ich habe hier eine kleine Übersicht Ihnen mal gemacht, wie denn so eine Anmeldung wo eingereicht werden kann, was man etwa erfüllen muss, was man ungefähr zahlen muss und wie die anderen Bedingungen sind. Und wir sehen hier das deutsche Design. Ich stelle einfach einen Anmeldeantrag, zahle die Gebühr, die beträgt hier 70 Euro, ist relativ kostengünstig. Auch das europäische ist mit 350 Euro nicht allzu teuer. Internationale Designregistrierung sieht man sogar, die Grundgebühr ist relativ hoch, aber ich kann dann für die Staaten Einzelgebühren jeweils zahlen. Und da macht sich dann oft bemerkbar, dass das dann in Summe doch günstiger ist, als wenn ich zum Beispiel in USA eine eigene Anmeldung einreichen muss mit den ganzen Grundgebühren. Sie sehen hier diese kleinen roten Kostenangaben. Da geht es um die sogenannte Sammelanmeldung. In vielen Staaten kann man nämlich nicht nur ein Design einreichen, immer 70 Euro zahlen, sondern wenn man wie in diesem Karaffenfall die Karaffe hat, den Sockel, vielleicht beides zusammen, das wäre damals wohl sinnvoll gewesen anzumelden, also 3 Designs, dann kann man das in der Regel in eine Designanmeldung packen und zahlt eben nur 70 Euro und im Fall von 3 Designs gar nicht mehr. Das ist mit inbegriffen bis 10 Designs. Und wenn man dann noch eine 11. Ausgestaltung oder eine 12. Farbgestaltung hat für unterschiedliche Produkte oder ein Produkt mit zig verschiedenen Farbgestaltungen, Mustergestaltungen, wie es in der Modebranche oft üblich ist, dann zahlt man eben pro zusätzlichen Design dann noch 7 Euro dazu.
Im europäischen Fall ist es etwas teurer, aber auch dort ist es noch deutlich günstiger, als wenn ich gleich drei Designs einzeln anmelden muss. Sie sehen hier bei der Prüfung, ist der Schritt, wenn das Patentamt die Anmeldung bekommt, die Gebühr entrichtet worden ist, setzt sich ein Amtsprüfer hin, schaut eben, ist hier alles erfüllt, sind die Farben richtig, ist die Datei eine richtige JPEG-Datei und. Wenn das alles passt, dann trägt er es ein und wir haben hier, und das ist wichtig, keine Prüfung auf die Schutzfähigkeit, also ob es neu ist oder ob es eigenartig ist, das wird nicht geprüft, ist einfach eingetragen. Der Schutzbeginn ist dann ab der Eintragung und ab Eintragung bedeutet, und das wird gesetzlich vorausgesetzt, das Design ist automatisch geschützt, wenn es eingetragen ist. Ich kann gegen jeden vorgehen und wenn der eben meint, es ist nicht geschützt, dann muss der den Beleg dafür bringen, dass es nicht geschützt ist. Das ist anders als im Patentrecht. Im Patentrecht recherchiert der Sachprüfer und sagt mir, ich trage dir kein Patent ein oder nur eingeschränkt, weil es gibt hier diesen Stand der Technik und im Üblichen ist es fachüblich, diese Dinge zu machen. Dann muss ich mich mit dem rumstreiten und dann trägt er es vielleicht irgendwann ein, das Patent, weil er das für eine Erfindung hält, die auch neu ist. Das wird im Gebrauchsmusterverfahren nicht, im Geschmacksmusterverfahren nicht gemacht. Dort wird es einfach eingetragen und dann habe ich plötzlich ein ganz starkes Schutzrecht, weil immer der, den ich angreife, dem ich sage, du benutzt mein Geschmacksmuster, mein Design, mir beweisen muss, dass es nicht neu oder nicht eigenartig ist. Schutzdauer sehen wir hier 25 Jahre. Internationale Designregistrierung hängt dann etwas von den Staaten ab. Man muss in der Regel alle 5 Jahre dann Verlängerungsgebühren zahlen. Und hier hinten als letzte Spalte schon ein Punkt. Dieses nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster steht wenig drin. Keine Anmeldung, keine Gebühr, keine Prüfung, keine Neuheitsschonfrist. Ist ganz einfach, ich muss es gar nicht anmelden, sondern ich veröffentliche in der Europäischen Union einen Gegenstand und damit bekommt er einen 3-jährigen Schutz, der allerdings etwas enger ist als bei den eingetragenen Designs. Der richtet sich nämlich nur gegen Nachahmungen und nicht gegen vollkommen eigenständige Neuschöpfungen Dritter, die eben halt gegenüber meinem Geschmacksmuster in dessen Schutzbereich eingreifen. Und ich habe Ihnen hier auf einer Folie, weil das ist manchmal schon ganz hilfreich, wenn man sowas vielleicht kurz sich nochmal anschauen kann. Gerade wenn man auf einer Messe ist und was ausgestellt hat, wo man jetzt keinen Schutz eingereicht hat, also kein Geschmacksmuster, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich gehe hier kurz zurück. Hier sieht man noch bei Neuheitsschonfrist 12 Monate. Ich stelle es aus der Messe aus, dann kann ich selber noch 12 Monate lang anmelden. Und es stört nicht, dass ich selber es auf der Messe ausgestellt habe, weil dadurch veröffentliche ich ja und dadurch wäre es eigentlich nicht mehr neu. Das ist der eine Notnagel, wenn die jetzt aber schon vorbei sind, die 12 Monate. Mir war es nicht so wichtig und nach 13 Monaten sehe ich, dass plötzlich einer exakt mein Design benutzt. Dem habe ich es auf der Messe vielleicht sogar gezeigt. Der hat sich Prospekte bei mir geholt, steht bei mir im Verzeichnis drin, Visitenkarten, ähnliches und der bringt jetzt plötzlich genau das gleiche Muster auf den Markt, dann kann ich nach diesen 13 Monaten zum Beispiel hergehen und ihm sagen, ich habe hier ein geschütztes Geschmacksmuster, allerdings nicht eingetragen, ich muss belegen, dass wann ich es veröffentlicht habe und wo und wie genau. Und dann kann ich dem sagen, bitte hör auf, stell das ein, die nächsten 2 Jahre bin nämlich ich noch Schutzrechtsinhaber. Wir empfehlen grundsätzlich die Anmeldung, weil die Anmeldung gibt es einfach eine amtliche Urkunde, da ist genau angegeben, wann, was, wie und wo. Und die kann man im Streitfall dem Verletzungsrichter auf den Tisch legen und sagen, wir haben seitdem dies und jenes geschützt. Der schaut sich's an und sagt, Häkchen, ja, das habt ihr geschützt. Bei diesem nicht eingetragenen Design, da muss man genau belegen, wann, was war, wie, wo, von wem kommt's, wer hat's ausgestellt, habe ich's als Inhaber oder Entwerfer ausgestellt, hat's ein Dritter ausgestellt, war das in der EU, es gab Fälle, da wurden die Messen halt in Ostasien abgehalten und dort wurde es zum ersten Mal ausgestellt. Das bildet Stand der Technik oder freien Formenschatz, wie man beim Geschmacksmuster sagt.
aber es war nicht in der EU. Also bekomme ich in der EU dafür keinen nicht eingetragenen Geschmacksmusterschutz. Also da gibt es dann schon noch Stolperfallen. Deswegen sicherer Weg ist immer anmelden. Und das Prozedere ist nicht so kompliziert wie bei einer Patentanmeldung, wo ich mich hinsetzen muss, die technischen Zusammenhänge zusammenfassen muss, die Ansprüche formulieren muss, das alles entsprechend aufbereiten muss, sondern ich muss halt entsprechende Darstellungen erzeugen, entweder aus dem Computer, aus Fotografien oder Ähnlichem und dann beim Patentamt einreichen, die Gebühren zahlen. Und damit habe ich meinen Schutz praktisch sehr schnell erwirkt. Und in der Regel sind die Ämter sehr, sehr schnell. Das europäische Amt trägt Geschmacksmuster zum Teil noch am gleichen, spätestens am nächsten Tag ein, wenn man alle Bedingungen für so eine Fast-Track-Anmeldung nennen, die es einhält. Wenn also alles perfekt passt, dann hat man innerhalb des nächsten Tages die Urkunde auf dem Tisch liegen, beziehungsweise im Computer, läuft alles elektronisch inzwischen, im Computer. Und gerade vor einer Messe ist es natürlich besser, wenn ich sage, ich habe es nicht angemeldet, ich warte jetzt noch auf die Urkunde, du darfst es jetzt noch benutzen, aber wehe, wehe, du benutzt es in 2 Wochen, sondern ich melde es vor der Messe ein paar Tage an und habe dann am nächsten Tag die Urkunde. Und wenn auf der Messe ein Konkurrent kommt und das Geschmacksmuster ebenfalls darstellt und zeigt, dann kann ich ihm sagen, pass auf, ich habe hier die Urkunde, steck das besser wieder ein. Oder was natürlich Firmen auch machen, gerade wenn asiatische Hersteller mit auf der Messe sind, die dann mit dem Zoll rumgehen und Zollbeschlagnahmeverfahren machen, auf den Ständen eben die Geschmacksmusterprodukte dann einkassieren, sieht man im Fernsehen immer wieder. Also das ist dann ein Punkt, den man natürlich auch machen kann. So, ein letzter Punkt, nur dass Sie auch sehen, was man alles so machen kann, wo man Designs einsetzen kann, aber auch andere Schutzrechte. Ist schon leider eine etwas ältere Farbspritzpistole, aber die bietet sich sehr gut. Von deutschen Herstellerfirma Sata, die hier Marktführer ist weltweit. Und die versuchen natürlich, ihre Produkte umfangreich zu schützen über Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marken und so weiter. Und Sie sehen hier schon eine ganze Reihe. Damit es etwas klarer wird, habe ich in den nächsten Folien mal angegeben, wo was geschützt ist. Hier gibt es den technischen Schutz, zum Beispiel für diese Düse. Da ist innen drin eine Prallplatte, die dafür sorgt, dass der Düsenstaub, also der Farbstaub, den man hier erzeugt, beziehungsweise das ist ja kein Staub, sondern verblasener Dampf oder nicht Dampf, sondern verblasene Teilchen, die werden hier besonders effektiv erzeugt und können dann aufgesprüht werden, um eben möglichst gutes Sprüheffekt zu erhalten. Es gibt ein Manometer, das ist geschützt. Es gibt das Geschmacksmuster, die Pistole als solches ist insgesamt geschützt im Aussehen mit und ohne Farbbecher und in praktisch die Farbbecher auch allein. Farbbecher ist da oben, wo der Farbbecher drin, die Farbe drin ist. Hier, man kann auch viel mit Marken machen. Sie sehen, hier steht, man sieht es kaum, Sata Jet und die Nummer und unten so ein blaues Positionsblättchen, das eben vom Hersteller auch als Marke generiert wurde, vorne dieser Farbdüsenring, dieser rote Ring um den Farbbecher. Sie sehen, es gibt nicht nur die Namen, sondern eben auch die anderen Markenarten, aber das ist ein eigener Vortrag und ich denke, Sie haben hier ja auch schon einen Vortrag genossen über Markenrecht. Das ist nur hier eben das kleine Beispiel, wo man was alles machen kann. Dann wäre ich am Ende des Vortrags angekommen. Ich hoffe, dass Ihnen einigermaßen gefallen hat. Ich stehe natürlich noch für Fragen zur Verfügung und ich nehme an, der Herr Muschig wird mir jetzt dann gleich reinspielen. Ich darf auch noch hier erwähnen, es gibt bei der IHK die Patentsprechtage, Augsburg, Günzburg, Kempten und Memmingen. Es sind nicht nur Patentsprechtage, sondern darüber hinaus kann man natürlich auch über andere Schutzrechtsarten beraten, Marken, Designs, Geschmacksmuster, Anmeldung hier über die IHK Schwaben. Und der Herr Muschig wird Sie da bestimmt gern einladen oder willkommen heißen. Ja, genau. Vielen Dank, Herr Wohlfahrt. Es war jetzt eine Frage, aber die haben Sie eigentlich jetzt zum Schluss schon beantwortet. Wie schnell geht es denn dann, wenn es gar nicht geprüft wird? Aber Sie haben von Tagen tatsächlich gesprochen. Ja, also
Das Europäische Amt versucht sehr gut zu digitalisieren und bei denen läuft das alles, wenn man es digital anmeldet, dann kann es wirklich sein, dass man es fast an einem Tag, habe ich einen Fall mal gehabt, ein Tag ist vielleicht arg schnell, aber 2 Tage, 3 Tage, dann ist es eingetragen, eben weil ja auch keine Prüfung stattfindet. Und wenn ich in die Formulare vom Amt, also die elektronischen Formulare vom Amt, die Dinge richtig einfülle, und das ist natürlich auch unsere Expertise, die wir anbieten, dann läuft da alles mehr oder weniger automatisch durch und ich bekomme am nächsten Tag die Eintragungsurkunde oder die Mitteilung, dass die Eintragungsurkunde abgerufen werden kann und dann kann ich mir die abrufen. Und das ist bei den Schutzrechten ja immer ein wichtiger Punkt, der manchmal vergessen wird. Geschützt ist es nicht in dem Moment, wo ich es anmelde, sondern geschützt ist es in dem Moment, wo es eingetragen ist. Das heißt, wenn ich eben schnell Schutz brauche, ich sehe, ich habe eine Messe, man baut die Messe ja manchmal vorher auf und dann sieht man ja auch etwas, was die anderen Hersteller so anbieten und dann stellt man plötzlich fest, aha, da hat jemand was ganz Ähnliches. Dann sage ich halt einfach noch schnell daheim dem Patentanwalt, bitte heute noch einreichen. Der reicht es dann am gleichen Tag noch ein und am nächsten Tag bekomme ich schon die Urkunde. Das heißt, am übernächsten Tag geht die Messe an oder die läuft 4 Tage und am zweiten Tag kann ich dann schon zu dem Konkurrenten gehen und sagen, pass auf, ich habe hier ein eingetragenes Geschmacksmuster, das verletzt du hier, nimm die Produkte von deinem Stand und die Prospekte aus deinem Stand raus, sonst gehe ich hier halt vor. Kann natürlich auch gleich scharf schießen und wir versuchen mit einer einstweiligen Verfügung, dem das per Gerichtsbeschluss zu verbieten, dann kann er nicht diskutieren, ob oder ob nicht, sondern muss es dann einfach sehr schnell entfernen. Da braucht man natürlich aber in der Regel dann schon 1-2 Wochen Vorlauf, dass man auch die entsprechenden Dinge vorbereitet und dann, wenn man auf der Messe sieht, hier ist was, sehr schnell die Sachen beim Gericht einreichen kann. Okay, vielen Dank nochmal für die weitergehenden Ausführungen. Sonst sind jetzt keine Fragen mehr aufgetaucht. Genau, falls aber noch Fragen wären, dann komme ich noch mal kurz nach vorne. Wie Sie es bereits gesagt haben, Herr Wohlfahrt, die Patentsprechtage behandeln nicht nur die Patente tatsächlich, sondern wir besprechen da eben auch Ihre Fragen zu allen Bereichen, eben auch zum Design, Geschmacksmuster, aber auch zu Markenfragen beraten wir hier mit den Patentanwälten aus der Region, mit denen wir schon eigentlich über lange Jahre zusammenarbeiten. Genau. Haben wir noch eine Folie? Ja, das sind unsere Kontaktdaten nochmal. Rufen Sie auch gerne an. Gerade für die Patentsprechtage können Sie sich über unsere Homepage anmelden, über unseren Veranstaltungskalender. Es gibt viele Kanäle. Alle führen Sie eigentlich auf den richtigen Pfad. Wir haben auch noch so einen kleinen Fragebogen, der mit so ein paar Leitfragen Sie einfach auch so ein bisschen führt nochmal, sodass wir uns dann auch richtig gut auf das Gespräch vorbereiten können. Es ist kostenfrei, es ist insofern unverbindlich, dass Sie natürlich nicht verpflichtet sind, den Patentanwalt, der dann jeweils mit uns berät, aber es ist natürlich schon sagen wir, verbindlich und sind erfahrene Aussagen. Genau, und es ist vertraulich natürlich. Es geht da nichts raus und es dann bleibt alles im Raum. Genau. Dann verbleiben wir für den heutigen Nachmittag und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Sie kriegen die Präsentation, wie Sie es kennen, aus anderen IHK-Spezials vielleicht schon im Nachgang zugesendet. Auch den Link mit der Aufzeichnung, mit dem Mitschnitt. Empfehlen Sie uns gerne weiter und passen Sie auf sich und Ihre Ideen auf. Thank you.